Das ist das Salzburg Magazin und das sind die Themen. Vorteilswelt der Salzburg, exklusiv für Zahnproduktkombikunden, so können Sie buchen. Die Energiespar-Lifehacks, so sparen Sie im Haushalt, und die Salzburger AG testet Beacons. Welche Vorteile diese bringen, zeigen wir Ihnen in Kürze. Wenn Sie Zahnproduktkombikunde sind, also mindestens zwei Produkte der Salzburger AG haben, dann können Sie unsere Vorteilswelt nutzen. Als Zahnkunde bekommen Sie obendrein auch noch andere Vergünstigungen, wie zum Beispiel zusätzliche Freistromtage. Jetzt geht es bei uns um die Buchung von Vorteilen. Auf der Übersichtsseite sehen Sie alle Angebote, die Sie übrigens auch sortieren können, entweder nach Kategorie, nach Ablaufdatum, Standort oder Preisvorteil. Nun wählen Sie Ihr gewünschtes Angebot aus. In der Detailansicht finden Sie Informationen zum Produkt bzw. zur Freizeitaktivität und wie der Vorteil eingelöst werden kann. Es gibt übrigens zwei Gutscheintypen. Neben Gutscheinen, die direkt beim Kooperationspartner vor Ort eingelöst werden können, zum Beispiel das Angebot von der Schafbergbahn, gibt es auch Angebote, bei denen eine Reservierung erforderlich ist, zum Beispiel das Angebot von der Pinzgauer Lokalbahn. Im Vorfeld wird der Gutschein über die Vorteilswelt-App gesichert und anschließend die Reservierung direkt beim Kooperationspartner vorgenommen. Das können Sie über die App erledigen, entweder Sie verschicken eine E-Mail oder Sie rufen direkt über die App an. Und zu guter Letzt gibt es noch die Profileinstellungen. Hier können Sie Ihre aktuellen Daten verwalten. Das ist aber auch etwas für die Sparfüchse unter Ihnen, denn hier sehen Sie auch, welchen Preisvorteil Sie schon durch die Vorteilswelt der Salzburg AG bekommen haben, also wie viel Sie sich schon gespart haben. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie ganz einfach unseren kostenlosen Kundenservice unter 0800 660 660. Wie Sie die Vorteilswelt auf Ihr Handy bekommen, das zeigen wir Ihnen übrigens auch auf unserer Webseite. Wir machen einen kurzen Themenwechsel, denn jeden Montag gibt es die Lifehacks der Energieberatung auf Facebook, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen. Es geht jeweils um einen nützlichen Tipp rund um die Energieeffizienz. Warum sollten Sie über Tag die Jalousie in der Küche schließen? Das zeige ich Ihnen gleich. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass der Kühlschrank nie unter direkter Sonneneinstrahlung steht. Umso wärmer es außen ist, desto mehr Energie braucht er, um zu kühlen. Um die Busse in Schuss zu halten und um zu wissen, wie die Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt Salzburg empfinden, gibt es laufende Umfragen direkt in den Bussen. Wir haben Arno Kinzinger einen Tag bei seinem Job begleitet. Mit einem Team von 6 Personen ist man in der Stadt Salzburg unterwegs, prüft und checkt die Fahrzeuge, macht Umfragen und leitet mögliche Mängel an die Obuszentrale zur Qualitätssicherung weiter. Um welche Mängel es hier hauptsächlich geht, um wie man damit umgeht, erfahren wir noch etwas später. Wir versuchen da ein möglichst objektives Bild zu bekommen und noch eine möglichst repräsentative Umfrage durchzuführen. Man hat eine gewisse Menge, wenn man bedenkt, es werden insgesamt 51 Fragen gestellt. Wenn man das hochrechnet, hat man im Monat schon über 5000 Fragen, die beantwortet werden. Wenn man das dann aufsummiert aufs Jahr, da kommt eine sehr große Datenmenge zustande, wo man dann dementsprechend schon sehr schöne Rückschlüsse ziehen kann. Einerseits macht das Team rund um Arno Kinzinger Umfragen in den Bussen, andererseits wird das gesamte Fahrzeug kontrolliert. Es gibt also einen umfassenden, augenscheinlichen Qualitätscheck des Busses. Wir prüfen im ersten Schritt die Sauberkeit von außen, ob die Fenster verschmutzt sind, ob die Außenfläche allgemein verschmutzt ist. Ganz wichtig, ob die Druckflächen hier verschmutzt sind, also dass man wirklich dementsprechend auch gerne diesen Bus einsteigt. Dann schauen wir in einem groben Überblick, ob irgendwelche Beschädigungen am Bus zu erkennen sind, die man dann natürlich dann auch protokollieren sollte. Wir schauen, ob die Anzeigetafeln alle korrekt funktionieren, ob es da eventuell Pixelfehler gibt, ob da eine Anzeigetafel ausgefallen ist, ob die Personen auch wirklich gut erkennen können von vorne, wohin diese Fahrt führt, und allgemeine Beschädigungen wird das Ganze auch noch überprüft. Die erhobenen Daten inklusive Foto werden dann digital an die Obuszentrale weitergegeben, die den Bus dann zur Mängelbehebung in die Werkstätte schicken. Also der Vorteil ist dadurch, dass die Daten auf dem Server liegen, in Echtzeit praktisch,
kann die Firma Albus und auch der Obus sofort zugreifen. Und das macht es eben möglich, dass wir einen Mangel am selben Tag meistens noch beheben können, sehr unkompliziert. In der Werkstatt sind ca. 40 Leute beschäftigt, die die Fahrzeuge reparieren. Nachdem der Obus ja fast rund um die Uhr fährt, braucht er dementsprechend auch Betreuung. Und in den wenigen Stunden in der Nacht, wo der Obus nicht fährt, ist eine Firma damit betraut, den innen zu reinigen. Grundsätzlich sind die Kundinnen eigentlich sehr zufrieden. Natürlich differenziert das auch teilweise, wenn jetzt zum Beispiel ein sehr voller Bus da ist, dann ist natürlich beispielsweise beim Sitzplatzangebot da Unzufriedenheit da, ist klar. Und diese Umfragen haben für den Obus natürlich mehrere Vorteile. Einerseits kann man sicherstellen, dass die Qualität passt und weiterentwickelt wird. Und intern haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns ein bisschen zu vergleichen zwischen Obus und Albus, wobei man sagen muss, die Qualität ist eigentlich bei beiden auf sehr hohem Niveau. Dieses Niveau soll gehalten und natürlich auch noch verbessert werden. Dazu gibt es diese Umfragen nicht nur beim Obus und Albus, sondern auch bei der Salzburg am Pinzgau Lokalbahn und bei unseren touristischen Bahnen am Wolfgangsee und auf dem Mönchsberg. Vom öffentlichen Nahverkehr in der Stadt Salzburg in die große, weite Welt. Jetzt geht es bei uns um einen jungen Salzburger Instagrammer, der nicht nur Fotos aus Skandinavien, Australien oder etwa Amerika postet, sondern auch die schönsten Platzern des Salzkammerguts, in unserem Fall die Wolfgangsee-Region. Die Steffi Millinger, die war mit mir in Norwegen. Und da war auch halt bei den größten Klippen und Abgründen, wo es halt echt 1000 Meter runter geht, hat sich die vorhin hingestellt und hat da ihre Handstände und Stunts und alles gemacht. Ja, am Schafberg, das war schon echt cool, weil wenn man da vor allem auch Sonnenauf- und Sonnenuntergang oben erlebt, das ist echt der Wahnsinn, halt auch dann mit der Bahn, die da rauf fährt, die echt am Gipfel oben ihre Station hat und die sich da halt echt auch voll steil den Berg da raufschlängelt. Und dann hast du oben auch einfach die mega Aussicht mit 7 Seen sind es gleich, die man überblicken kann. Das ist schon einfach echt ein geniales Erlebnis eigentlich da oben. Also meine Touren plane ich eigentlich die meisten ziemlich spontan, weil es natürlich immer auch sehr wetterabhängig ist. Wenn jetzt mal eine coole Lichtstimmung oder so am Abend noch ist, packe ich mir schon nicht spontan einfach das Radl oder das Auto, fahre noch irgendwo hin, gehe noch irgendwo rauf. Also da ist das meiste schon ziemlich spontan. Nur auf den längeren Reisen kann man natürlich nichts spontan machen. Da ist man ja nur, sagen wir, eine Woche dort. Und muss das schon im Vorhinein planen. Also da nehme ich mir dann schon immer die Zeit im Vorhinein, dass ich das Ganze echt plane, mir eine Reiseroute zusammenstelle und dann halt die, wenn ich oben bin, auch möglichst genau durchziehe und einhalte. Wie man erfolgreicher Instagrammer wird, erzählt Ihnen Sepayo auch auf der YouTube-Seite der Salzburg AG. Und wir bleiben auch gleich digital. Und da gibt es das Innovationsprogramm der Salzburg AG. Dort werden gerade sogenannte Beacons getestet. Jetzt geht es bei uns um die sogenannten Beacons, die, wenn man sie ins Deutsche übersetzt, Leuchtfeuer heißen. Und genau diese Leuchtfeuer testen wir gerade in der Salzburg AG, um Kundeninformationen standortgenau und zielgruppengerecht für Sie aufzubereiten. Die Einsatzgebiete sind vielfältig, so können wir Sie in Zukunft über Baustellen direkt aufs Handy informieren, Ihnen Fahrgastinformationen direkt in den Obus schicken und vieles mehr. Also unser Projekt ist eine standardbezogene Kommunikation. Wir arbeiten damit zum Beispiel mit Beacons, das sind so kleine Kasterl, die über Bluetooth Informationen aussenden, standardgenau. Also wenn zum Beispiel wer vorbeikommt und das nearby über Google am Handy aktiviert hat, empfängt der Spaziergänger oder der Kunde die Information genau da, wo es braucht. Getestet wird das gerade in der Paris-Lothron-Straße in der Stadt Salzburg. Wenn man dann beim Beacon vorbeigeht, bekommt man eine Push-Nachricht, die schon auf Salzburgs bestes Internet hinweist. Wenn man es anklickt, wird man weitergeleitet auf die Zusatzinformation. Wir erweitern unser Telekom-Netz mit Link jetzt gleich anmelden. Zusatzinformation zum Internet und zur Baustelle. Das soweit die Baustelleninfos. Obus Fahrgastinformationen bekommen Sie am Hauptbahnhof, Flughafen, Park and Ride Süd und Mitte und am Hanusplatz. Allerdings derzeit nur über Android-Smartphones und auch über die Vorteilswert-App wird es in Zukunft funktionieren. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Seite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.